Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege Ranked auf meinem Kanal. Ich bin die und wir zeigen auf Wolkenkratzerbereich sichern. So, ich bin mal gespannt, wo wir hingehen wollen. Ich nehme mal ein T-Zimmer. Oder ich hätte nichts dagegen, wenn wir im T-Zimmer wären. Deswegen nehme ich schon mal Mira. Okay. Ach, jetzt forcen wir sie einfach zum T-Zimmer. Die Gegner vermuten wahrscheinlich auch, dass wir hier sind. Also werden sie auch dementsprechend die Operator haben. Aber, warte mal, was? Der Informer-Hack. Nein, mit dem habe ich gerade eben schon mal gezockt. Der hat nichts gerissen. Der ist hier einfach die ganze Zeit AFK, nimmt Rekruten. Oh man. Ey, ich sag's mal so, er hat gegen Ende dann schon brilliert. Also er hat durchaus was reißen können. Oder hätte, wenn der andere nicht schnell gewesen wäre. Aber ihr habt es ja selber gesehen. Es ist einfach. Es ist so, als ob es ein 4 vs. 5 wäre. Versus 5. Alter, ich bin immer noch so müde. Gestern von Mitternacht bis in der Früh um 7 zusammen mit einem Kumpel gezockt. Danach erstmal gemütlich einkaufen gehen. Jo, das läuft. Okay, dann sollen sie von was dazu machen. Momentan nerven mich die Drohne. Da ist mir relativ egal. Solange wir hinterher dann alle ausschalten, ist mir das egal. Hier einzeln und hier einzeln. Bleiben noch 10 Sekunden. Gerade noch siehst du mich und jetzt nicht mehr. Nur noch 10 Sekunden. Tür gesichert. Ach, hier ist safe. Fahrgutbehälter um jeden Preis. Und ich will hier hingehen. Was unser Echo da macht, weiß ich natürlich nicht, aber mein Gott. Lüftungseinheiten interessieren mich eigentlich nur. Ich werde mich mal kurz hinlegen. Yuka übernimmt mich schon. Okay, das ist krass. Gute Bilder. Na! Ah! Bucket my spot. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Die Gegner sichern den Biogefahr. War jetzt nicht ganz so clever. Und hier sind sein Formelhack. Der verbleibende Operator des eigenen Trupps. Ich wollte gerade sagen, die haben die Camps gehackt. Was hast du spät? Da hat man jetzt gemerkt, okay, Camps wurden gehackt. Wir beide gleich dahin sind. Ich sag doch, obwohl wir gehen gleich Lüftungseinheiten. Wieso muss Ash Smurf Account haben? Okay. Kann ganz gut sein, ja. Oh, 100er Ping und hier auch. Oh, meine, meine, meine. Hey, wir haben 165 Punkte. Haben wir so viel markiert?
Ja, stimmt doch. Da am Anfang 3. Das hier ist ein Spiel mit Bronze und vielleicht noch Kupfer. Genau. Wir sind ja hier in der Bronze-Elo momentan. Also, ja, Bronze ist doch klar. Hat der Nachteil, wir sind in Kupfer 4. Also wir sind schlechteste Rank von Kupfer. Und wir haben es jetzt natürlich mit Kupfer 3, 2 und 1 auch zu tun. Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja, schmier unserem Gegner noch Honig ums Maul, hast schon recht. Streich ihm ein bisschen die Eier. Danke, Karol. Noch 10 Sekunden. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. 5 Sekunden bis Einsatz. Tum, tum, tum. Weiter zum Boah, Start Glück gehabt. Biogefahrgutbehälters. Cavara war es in Gescher. Was? Was? Ich rufe sie mal an. Muss nachladen. Na, wir haben keinen Kill. Jawohl, wunderbar, hat er gut gemacht. Ich natürlich nicht ganz so glänzend mit Mira. Unser Legion weg. Versuchen wir es nochmal. Okay. Wo gehen wir diesmal hin? Gute Frage eigentlich. Gute Frage. Vielleicht hat die Stairs? Nein, die hinteren. Und da gehen wir runter und versuchen mal von hinten zu kommen. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. Ich weiß es nicht. Okay. Und wie immer, unser lieber Informer Hawk mit Rekrut am Start. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ist sicher. Toter Winkel. 10 Sekunden. Störsender bereit. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Nadeln in Position.
Okay, sind nicht wieder oben. Nur noch ein Gegner übrig. Sehr schön. Wunderbar. Das war die Hibana. Sehr schön. So will ich das haben. Wir haben leider nur einen Kill. Carrera muss ich auch mal nehmen. Die Waffe taugt mir nicht mehr. Die Pistole. Okay. Ähnliches Team. Diesmal, wenn ich da den Smoke sehe, dann gehe ich diesmal nicht ans Fenster. Wir können zumindest jetzt ganz gut zeigen, dass wir doch was drauf haben. Lena 5-1 als 1-1 und 6-1-2-1. Hauptsache, er nimmt hier immer Rekruten, hat aber trotzdem schon einen Kill. Also irgendwie, irgendwas macht er entweder richtig oder falsch. Irgendwas auch nicht. Entschuldigung. Na super. Na toll. Okay, aber ich geh Turm rein. Er ist wieder da. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Mir nach. Drohne wurde eingesetzt. Nachladen!
bleibt. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. No! Nein! Vom Ambitch, please! Ich hätte da einfach stehen bleiben müssen. Hinterher ist man immer klüger. What? Ach so, ja, ja. Ah, der verhüllt mich einfach so. Legion, come on. Ey, das können wir schon schaffen. Barbecue. Barbecue. Na, ja, hat nicht mehr gezählt. Das ist so eine letzte Sekunde. Okay, dann nehmen wir halt irgendwas. Wir haben viel markiert scheinbar. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Hier bin ich ungern. Hier bin ich wirklich ungern. Zumindest haben wir Rook. Come on, geh weg da. Nur noch 10 Sekunden. Also auf alle Fälle hier eins hin. Nur noch 5 Sekunden. Hier eins hin. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Den machen wir dicht. Tür gesichert! So krass gerusht. No chance, no chance. Eigener Operator gefallen. Serious? Really? Ich hoffe doch. Aber das mit Tachanka, das war schon echt nice. Muss man ihm lassen, dass er, also in der Runde davor, dass er sich draußen hingestellt hat. Mein Respekt. Schau, wir sind schon viermal verrückt. Das geht nicht. Zweimal. Ja, okay, war auch nicht da. That is too much. That is too much. Ja, drei und vier. Ja, die geben langsam Gas. Warte, da sind zwei Schatzis. Das sind drei Schatzis. Oh man. Oh man. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Was? What? Was? Die haben aufgegeben, was? Okay, ja, so geht's auch. Wir haben leider nicht. Wir sind sogar MVP. Okay, das ist nice. Aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt schauen wir noch schnell die Punkte an. Ja, ich dachte echt, ich verliere jetzt. Drei Punkte, willst du mich verarschen? Leider kein Alphabet, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns einmal in den nächsten Videos wieder. Bis dann, noch einen schönen Tag. Bis dann.